So, Dalle, Bastelzeit. Heute mal wieder das Langweiligste, wo gibt. Wir reparieren mal ein paar Sachen. Normalerweise ist das ja spannend, aber das hier nicht so wirklich. Das ist eher Notwendigkeit. Und zwar, na, meine Lieblinge, die guten alten Lenovo-Stecker, die Lenovo überall eingesetzt hat, bis das USB-C modern wurde. Ihr seht schon, der hier ist schon leicht demoliert. Das Problem ist, das ist nicht der einzige. Das hier ist sogar noch einer, der funktioniert. Ich habe aber noch ein paar, die definitiv nicht mehr funktionieren. Und mal gucken, ob wir die irgendwie wieder in Gang bringen können. Und wir sehen hier schon, den hatte ich schon mal repariert, wie wir hier sehen. Der ist schon mal gelötet worden. Okay. Das heißt, ja, dem werde ich dann wahrscheinlich einfach nur noch mal ein bisschen Draht oder so dran machen, dass der ein bisschen stabiler wird. Denn ansonsten, naja, er ist zumindest noch am Stück, das sieht soweit okay aus. Die anderen, die wir haben, das ist einmal der hier. Ich glaube, ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Wieder hinterm Knickschutz abgeknickt, wie üblich. Ich weiß nicht, wieso die nicht mal bessere Kabel benutzen. Und wo ist das andere, was ich eben noch gefunden habe? Hier, das sieht so aus. Und ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Der ist ab. Und auch hier das übliche hinterm Knickschutz. Das Schöne ist auch das hier. Das war nicht an meiner Werkbank. An meiner Werkbank ist es ein bisschen nervig, weil die meisten Laptops haben den Anschluss links und mein Kabel kommt von rechts. Das heißt, das muss einen Bogen machen. Da verstehe ich es ja noch, dass irgendwie sowas hier passiert. Aber das hier, das Kabel kam von links. Das heißt, das ist wirklich nur von ein bisschen hin und her schieben, dass der sich da zerlegt hat. Na gut, waren wir jetzt also zweieinhalb Kabel. Dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie wieder hinkriegen. Ich hatte ja schon mal probiert, mit 3D-Druck da was zu machen, aber ganz ehrlich, da verschiebt sich dann einfach nur die Bruchstelle nach hinten. Also das hilft da nicht. Ich denke, der Weg, den ich gehen werde, ist so 1,5 Quadrat Kupfer, eine starre Ader zu holen und die hier dran zu tapen. Die kann sich ein bisschen bewegen, aber halt nicht so viel und ich hoffe einfach, dass das hält, weil das hier ist alles meh. Mir ist zwar klar, dass so Ersatz nicht allzu viel kostet, aber ich habe da auch irgendwie so ein kleines Problem mit, die ganze Zeit hier Netzteile wegschmeißen zu müssen. Vor allen Dingen, das sind ja keine schlechten Netzteile. Ich meine, was haben die? 65 Watt? Ja, 65 Watt bei 20 Volt. Ja, 65 Watt im Sinne von 20 Volt und 3,25 Ampere. Also, naja, da ist halt schon ein bisschen Dampf dahinter. Die kann man zwar gut recyceln, aber wenn ein Laptop geht, wäre mir das lieber. Interessant. Ich habe es jetzt mal so weit auseinander und hier ist transparent und wenn wir hier reingucken, bin mir nicht sicher, ob das irgendeine Art von Isolierung ist oder ob da tatsächlich noch was drin steckt. Theoretisch dürfte nichts drin stecken. Oder? Doch, es könnte sein, dass das ein ID-Pin ist. Stimmt, die haben in der Mitte ja noch so einen ID-Pin, dass da vielleicht tatsächlich der Identifikationschip für das Netzteil hier drin steckt. Okay. Nehmen wir den hier. Auch derselbe Stelle. Wieder gebrochen. Das Problem ist dann, durch das Drehen und so gehen außen die Adern weg. Hier sieht man es schön. Da kommt das Weiße schon durch. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir irgendwann keinen Ground mehr. Ich denke, auch hier werde ich dann mal die Plastikhülle vom Stecker entfernen. Oder es zumindest versuchen. Denn das sah sehr vielversprechend aus. Ja, ein bisschen Isolierung mitgenommen, aber das ist nicht so tragisch. Die äußere Schicht ist ohnehin, wie gesagt, der Ground. Da müssen wir so oder so anlöten, von daher kommt die jetzt ja eh weg. Ja, und hier sieht man es auch sehr schön. Wir haben hier die Erde quasi, die außen ist, die komplett abgerissen war. Da waren noch so ein, zwei kleine Drähtchen, die verbunden waren, als ich angefangen habe. Der innere Verbinder ist aber noch ganz. Wir haben ein paar schwarze Spuren. Das ist da, wo ja das wahrscheinlich ein bisschen warm geworden ist, hier von der Litze außenrum. Und prinzipiell ist der Stecker natürlich noch nutzbar. Nur die Sache ist, wenn wir die jetzt nach vorne biegen, das passt halt nur so mäßig. Das heißt, wir müssen irgendwas dazwischen machen, um die beiden hier noch zu verbinden, wenn wir das gerade halten wollen. Ich meine, ich kann es natürlich auch hier so irgendwie anlöten oder so. Nur das ist eventuell nicht so berauschend.
Na gut, ich suche mir da mal ein bisschen Litze oder irgendwas, was ich hier dran löten kann. Muss natürlich ein bisschen was Dickeres sein. Und dann schauen wir mal, dass wir die hier wieder in Gang kriegen, dass ich da meinen Laptop wieder benutzen kann. Für die Kabel nutze ich hier dann einfach ein Reststück von so einer Leitung hier, oder für die Litze. Ich glaube, das ist 1,5 oder 2,5 Quadrat. Jedenfalls dürften wir da genügend Auswahl haben, um uns ein paar davon zu machen und dann hier das Kupfer dazwischen zu machen. Das sollte dann als Schiene, denke ich, ausreichend sein, wenn ich es abisoliert bekomme. Ja, hier sehen wir schon, das ist auch so hochflexibler, wie es aussieht. Sehr feine Litzen. Drillen wir ein bisschen zusammen. Dann nehmen wir uns einfach zwei davon. Das dürfte mehr als genug Strom kriegen können. Der innere ist, wie gesagt, komplett in Ordnung. Auch da, wo schwarze Stellen sind, habe ich geguckt. Die Isolierung ist da nicht wirklich, dass er groß Schaden genommen hat. Wobei ich gucke mal gerade, ob ich noch ein bisschen Isolierband habe. Dann gehen wir zur Sicherheit nochmal eine Schicht drum. Denn ja, Zusatzsicherheit ist ja immer okay, ne? Nee, kein Isoband, aber ein bisschen Gewebeband. Also machen wir da um unseren Mittelleiter nochmal ein bisschen was rum. Dann sind wir da auf der sicheren Seite, dass wir da wirklich keine Probleme mit der Isolation haben werden. Können wir uns um die Stückchen hier kümmern? Erstmal ein bisschen Zinn drauf und eventuell haben wir hier irgendwas als Halter, dass mir das hier nicht abhaut. Nein, kein Halter sichtbar. Dann holen wir eine alte Festplatte. So, auch ein Halter. So, wie üblich habe ich natürlich das völlig falsche Werkzeug. Die Spitze ist ein bisschen klein dafür. Und Bleifreislot hilft da auch nicht, aber wird schon. Ja, zieht in die Litze rein. Das sollte passen. So, die Kupferlitze dürfte eigentlich sehr gut funktionieren. Die müsste das Lötzinn sehr gut aufsaugen. Das tut es auch. Man sieht schön, wie das hier sich zwischen die Adern wunderschön hier reinzieht. Da hilft natürlich dann, wenn man ein Lötzinn hat, was gut Flussmittel dabei hat. Dann schauen wir mal, wie unsere Schiene hier sich schlägt. Normalerweise würde ich jetzt ja sagen, das ist eine super Idee für Schrumpfschlauch, aber naja, Stecker vorne, der Ferritkern hier hinten, von daher muss auch da das Gewebeband das regeln. Ja, mal erstmal hier den Rest von eben drauf, dass wir hinten schon mal isoliert haben, den Bereich, wo das Kabel durchgeht. Jetzt natürlich schauen, das ist jetzt natürlich angenehm temperiert. Damit haben wir dann schon mal alles, wo was raussteht, weg. Und am Ende werde ich dann hingehen und wie gesagt hier noch so einen alten 1,5 Quadrat Kupferdraht nehmen. Der sollte dann als Knickschutz da ausreichend sein. Ruhig ein gutes Stück über den Ferritkern bis hinten hin, mal bis hier ungefähr. Zack. Dann machen wir den erstmal hier oben einen Ring um den Stecker. So. Und dann im Spiralmuster einmal da drum bis hinter den Ferrit. Und jetzt haben wir hier unseren Knickschutz. Der ganze Kram kriegt dann jetzt noch ein bisschen Gewebeband drüber. Und dann sollte der hier wieder funktionieren. Soweit die Theorie. Und dann haben wir das fertige Stück. Bisschen glänzend, aber man sieht sehr gut hier vorne in dem Bereich, da knickt so schnell nichts. Das ist deutlich stabiler als vorher. Und ja, hier hinten müssen wir dann mal gucken, wie lange das hält. Aber mitten im Kabel kann man wahrscheinlich einfacher reparieren als am Stecker. Von daher, ich hoffe einfach mal, das passt. Können wir das hier direkt eventuell probieren? Mal schauen. Ich habe jetzt natürlich kein Lenovo-Gerät hier, aber zumindest einen Stromstecker haben wir. Ich halte es mal dran, das ist außen ist Minus und die Innenseite hiervon ist Plus. Da sieht man es da unten, nicht der Pin in der Mitte. Okay. Oh, einfach mal hier ein altes Mainboard von einem Lenovo-Gerät. Nein, da kommt. Okay, da kommt kein Strom. Ich sehe aber auch gerade, die Sicherung ist ausgeschaltet. Eventuell sollten wir die Sicherung für das Kabel auch einschalten. Dann könnte das besser funktionieren. Machen wir das mal. Und okay. Weiterhin keine Explosionen. Das ist vorteilhaft.
Und was sagt er, wenn wir unten dran gehen? Ah, da, 20,2 Volt. Das sieht richtig aus. Hatte keinen richtigen Kontakt, aber... Ja, ich würde sagen, das Netzteil ist auf jeden Fall wieder einsatzbereit. Nehmen wir mal das nächste uns vor. Das war das komplett zerstörte, wovon wir hier den Stecker haben. Und die andere Seite von diesem Netzteil, was leicht demoliert ist. Jede Menge Schmodder dran hat, weil es halt geklebt war. Aber ich denke, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Hier sieht man schön, hier ist sogar die Minusdinger, die Minuslitzen von außen mit den Pluslitzen von innen irgendwie verschmolzen, weil sie sich wohl berührt hatten. Aber auch wenn wir hier gucken, hier sind im Prinzip nur noch zwei dünne Äderchen, die da rauskommen. Und wenn wir das mal hier vergleichen mit dem, was hier am Stecker ist, ihr merkt, da ist eine Menge abgebrochen, ne? Und dass das da nicht mehr sauber funktioniert, wundert mich dann nicht so wirklich. So, hier unten habe ich schon Vorverzint, habe eine Kupferlitze dran gemacht, weil der hier wurde immer dünner hier vorne. Und habe hier schon mal angefangen, den hier zu verzinnen. Und dann wickeln wir gleich wieder auch alles nochmal ein. Zusammen mit einem 1,5 Quadrat. Dann testen wir auch den mal. 20,25 Volt, wunderschön. Zweites Netzteil vorm Schrott gerettet. Und wenn wir schon dabei sind, gucken wir uns hier das gerade auch noch an, wie das hier aussieht. Das ist alles noch beisammen und in Ordnung. Das heißt, da machen wir dann einfach auch nur noch ein bisschen Draht hin als Zugentlastung. In der Hoffnung, dass das dann länger hält. So, wieder alles schön drumherum. Denn jetzt kann er sich hier vorne nicht mehr so wirklich bewegen. Das heißt, da ist das Risiko geringer, dass er abbricht. Wunderschön. Alle von den Netzteilen werden natürlich nur unter Aufsicht benutzt. Das sollte, denke ich, klar sein. Die sind nicht dafür gedacht, dass man die jetzt hier dauerhaft irgendwo anschließt. Und ja, allgemein sollte man natürlich Laptops, Handys und alles Mögliche, was Akkus drin hat, nur unter Aufsicht laden. Das heißt, also, man sollte irgendwo in der Nähe sein und wach sein, sodass, wenn da irgendwas schief geht, man eingreifen kann. Nein, Handys bitte nicht über Nacht laden. Das geht im Zweifelsfall in Flammen auf und das ist nicht gut für euch. Und ja, gut. Ich habe jetzt wieder hier, wo sind sie? 1, 2, 3 Lenovo-Netzteile. Alle wieder einsatzfähig. Alle können jetzt hier meine Geräte bedienen. Und es ist natürlich immer praktisch, sowas da zu haben. Zum einen, wie gesagt, man kann sie jederzeit recyceln, weil sie halt wirklich irgendwie nur 65 Watt bringen. Alle 65 Watt und ja, ich habe die halt überall hier verteilt, das heißt also Werkbank, Büro, Studio und so weiter. Das heißt, wenn ich mit dem Laptop umherziehe, muss ich nicht jedes Mal noch das Netzteil mitschleifen. Deswegen ist das schon ganz praktisch. Und ja, wenn die hier so einen Kabelschaden schon haben, dass die Isolierung durch ist, müssen die ja offiziell in Firmen und so entsorgt werden oder halt instand gesetzt, aber das lohnt sich für die nicht. Von daher sind die dann sehr günstig auch zu haben, wenn man da an der richtigen Stelle guckt. Muss natürlich schauen, in einigen Firmen, gerade den größeren, ist das natürlich leider nicht mehr möglich, weil ja, Abfallvermeidungsverordnung heißt, dass man keine Sachen mehr reparieren darf, sondern man muss sie wirklich nachgewiesen wegschmeißen. Ist ein bisschen schade, weil bei ein paar größeren Firmen hätte ich Zugriff auf die größeren. Ich glaube, die haben 90 Watt oder so. Das wäre natürlich cool gewesen, aber ja, leider dürfen nicht repariert werden. Gut, ich gehe dann jetzt mal hier die Dinger wieder verteilen. Sie sind jetzt nicht die schönsten hier am Stecker, aber sie tun auf jeden Fall, was sie sollen.